Moin Moin, Freunde der römischen Tanzkunst. Und mal wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es mal etwas Besonderes, was ich so noch nie irgendwo gesehen habe. Heute eher ein kleines, kurzes, aber trotzdem feines Video. Und zwar habe ich hier von der Tschechischen Republik ein, ich denke mal, es wird eine Art Ergänzungspaket sein mit 4 Konserven. Es ist zum Glück nicht viermal das gleiche, sonst wäre es ein bisschen langweilig. Zumindest lauter Beschriftung, die gucken wir uns aber gemeinsam an. Übersetzer habe ich schon parat. Ja, gucken wir es uns mal an. Es ist im Prinzip hier so ein Verbund aus 4 Konserven, ja, wasserdicht verpackt. Dann haben wir hier oben stehen KDP. Das wird wahrscheinlich die Abkürzung für das hier sein. Das ist im Prinzip konservierte verschiedene Konserven, also 4 verschiedene Konserven. Können wir aber gleich nochmal übersetzen lassen. Schauen wir uns dann an. Dann habe ich schon gesehen, zumindest sieht man das hier. Hier steht an der Seite JP. Das haben wir hier stehen. Also wird das hier sein, diese Pastete. Genau, hier haben wir V, hier haben wir H und dann die LDN. Das heißt, hier haben wir LD stehen. LD haben wir ja gar nicht. Gute Frage. Also wir werden mal sehen, was ist. Vielleicht schmeckt man es natürlich auch raus. Auf alle Fälle ist das Ganze noch bis zum 28.06.2025 haltbar. Jetzt haben wir September 24, wo ich das Video drehe. Wie gesagt, Konserven sind ja sowieso länger haltbar als draufsteht. Also von daher sollten die auf alle Fälle noch gut sein. Ja, ich habe das noch nie gesehen, wie gesagt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es wirklich fürs Militär gedacht ist. Jetzt kann man sagen, ja, so von der Optik her könnte es passen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das vielleicht als wie eine Art Zusatzpaket mit rausgegeben wird. Ja, um einfach die Truppen mit zu versorgen. Es kann natürlich aber auch zivil sein, für einen zivilen Vorrat. Wer es weiß, schreibt es gerne in die Kommentare, das würde mich echt mal interessieren. Ja, so, jetzt übersetzen wir das Ganze mal. Schauen wir es uns mal an, wenn wir es hoffentlich alles auf die Kamera bekommen. So, wir haben auf alle Fälle hier, genau, viele Lebensmittel in Konserven. Dann haben wir hier einmal Geflügelschnitt, das ist das DLDN. Ach, hier soll 7% Leder drin sein. Die meinen wahrscheinlich Leber. Ja, dann haben wir hier einmal Leberpastete, das ist das JP, was wir vorhin schon gesehen haben. Dann haben wir hier einmal eine Konserve mit Schweinefleisch und noch eine, dosiertes Rindfleisch. Aha, okay, also einmal Schweinefleisch, einmal Rindfleisch, einmal Leberpastete und Geflügel. Also im Prinzip alle drei Fleischarten sozusagen einzeln. Gut, machen wir das Ganze mal auf. Viel gibt es ja hier nicht. Schneiden wir hier unten auf. Machen das mal raus. So, Zettel versuche ich noch mal aufzuheben. Auf alle Fälle haben wir hier schon eine Beschädigung. Also wenn ihr jetzt irgendwo im Supermarkt euch Konserven kaufen wollt, die auch etwas länger vielleicht lagern sollt, dann achtet darauf, dass die möglichst keine Beschädigung haben, weil das kann ein Merkmal dafür sein, dass es nicht ganz so lange hält oder nicht länger hält, wie man im Prinzip oder wie man es gerne hätte. Ja. So, hier steht nichts drauf. Was haben wir hier? Ein Aufdruck, das ist wahrscheinlich das Herstellungsdatum 2017. Könnte sein. Könnt ihr es erkennen? Ja. Aber hier haben wir jetzt LD draufstehen. Nehmen wir mal das nächste. Oh, hier kommt Farbe zum Vorschein. Aber vielleicht können wir den Zettel mal abschneiden hier. Dann heben wir uns den mal auf. Falls wir noch mal schauen wollen zusammen. So, auch hier ist wieder eine Beschädigung. Hier steht eine ganz andere Ziffer drauf. Das kann kein Produktionsjahr sein. 2039 wird nicht, logischerweise noch nicht, kann es noch nicht sein. Hier haben wir JP draufstehen, hier LD. So. Dann, na. Hier ist auch eine Beschädigung. Also, sie haben alle schon mal ein bisschen Mitleid gezogen. Und hier steht, ja, gar nichts drauf. Hm. Vielleicht sind sie aber so angeordnet wie im Prinzip
der Zettel war. Also im Prinzip so. Das konnte ich mir noch merken. Gucken wir jetzt auf die letzte Dose noch. Irgendwas ist jetzt hier ölig. Ich hoffe, hier läuft nicht irgendwas aus. Gute Frage. Ja, auch hier haben wir wieder einen Aufdruck drauf. Könnte 2017 heißen, aber wie gesagt, es ergibt mit dem anderen keinen Sinn. Hier haben wir nur ein U oder ein V, irgendwas in der Richtung. Ja, wir würden sagen, machen wir das Ganze mal auf und kosten uns einfach durch. Fangen wir mal mit dem hier unten an. Das war die, müsste die Rinderkonserve sein. Zumindest wenn es nach der Reihe auch ist. So sehen wir schon. Das sieht für Rind ein bisschen hell aus. Das kann auch täuschen. Ja, es riecht eher nach Leber. Auf alle Fälle relativ weich das Ganze. Doch, das müsste Rind sein. Weil es so einen tiefen Beigeschmack hat. Wir gucken einfach mal durch. Ich kann mich jetzt auch voll zum Apfel hier machen, dann müsste das Schweinefleisch sein. So, und das sehen wir schon, hier ist es ein bisschen nicht so angenehm hier. Ein bisschen hängen geblieben. Aber das können wir ja beiseite nehmen und probieren mal das. Das sieht aber deutlich dunkler aus wie das andere. Und das riecht noch mehr nach Leber. Also gefühlt ist hier irgendwie, riecht beides nach Leber. Und das ist Leberpastete, ja. Eindeutig. Ja, dann gucken wir uns das hier an. Oha, das ist ganz schön fettig. Das wird wahrscheinlich das Schweinefleisch sein hier in Eigensaft. Ja, da kommt hier schon richtiges Fett hochgelaufen. Ist nicht so meins, ich mag das nicht so gerne so fettig. Das riecht wiederum nicht nach Leber. Ja, das müsste Schweinefleisch sein. Also ist das Rind, das Schwein, das Leber. Also stimmt es nicht ganz überein mit der Reihenfolge. Und dann müsste das jetzt hier Geflügel sein. Und von der Farbe her kommt es auf alle Fälle schon mal hin. Es ist deutlich heller. Probieren wir es mal. Ja. Relativ fettig für Geflügel, aber das könnte Geflügel sein. Gut, also sind wir im Endeffekt auch schon wieder durch mit dem Ganzen. Interessantes Paket, wie gesagt, wer weiß, warum oder für was das erzeugt wird, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Es kann nämlich auch zivil sein, das ist für mich jetzt nicht so wirklich klar. Auf alle Fälle eine schöne Sache, auch was zum Einlagern. Wie gesagt, man könnte sie doch mit auf eine Tour nehmen. Ist natürlich ein bisschen Brot oder irgendwas mit dazu nehmen. Aber fürs Lager, zum Einlagern ist es optimal. Konserven sind immer eine gute Sache. Die halten sich auch. Wenn man die kühl- und trocken lagert, halten die ewig gefühlt. Ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Mehr ist ja nicht dazu gewesen. Wer, wie gesagt, was weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst wie immer auch gerne einen Daumen nach oben, ein Abo da, um den Kanal weiter zu unterstützen. Jo, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.